Die nachfolgenden Spielszenen zeigen Videomaterial von einem Testserver und spiegeln nicht die Qualität des eigentlichen Spiels wider. Drakensang Online Testserver. Ja, wie Testserver? Ist es jetzt irgendwer ein neuer, spezieller Server? Nein, das ist ganz normal in vielen größeren MMORPGs, Online-Games gibt es auch einen Testserver, der öffentlich zugänglich ist für alle Leute, einfach wie für Leute wie mich zum Beispiel, die dann gewisse Updates oder Events testen möchten, um vorher schon über das Spiel zu wissen. Ich werde deswegen, Drakensang Online hat einen solchen Testserver und werde deswegen des Öfteren jetzt auf diesem vorbeischauen. Und heute ist ein besonderer Anlass, denn es wird in Kings Hill etwas getestet. Und zwar ist in ganz Kings Hill PvP aktiviert. Das heißt, jeder, der mit der PvP-Flagge herumläuft, also der das aktiviert hat, kann sich in Kings Hill angreifen. Ich weiß nicht, wie viele hier am Testserver registriert sind, also wie viele wirklich aktiv sind. Die Charaktere werden da auch von Zeit zu Zeit wieder zurückgesetzt. Dafür bekommt man oft Undermanned, eben zum Testen, wenn zum Beispiel vor dem Atlantis-Update gab es da was und so weiter. Also zum Echtspielen ist dieser Server nicht, weil dann ist der Charakter mal wieder weg und dann wird er wieder zurückgesetzt. Aber einfach nur zum Testen, für mich zum Beispiel, um solche Sachen wie diese Events herzuzeigen. Das sind eben Events, da wollen die Entwickler testen, was ist machbar, was kommt bei den Spielern gut an. Ich weiß nicht genau, was dieses Event... Oh. Was dieses Event jetzt bezwecken soll. Es ist wie gesagt in ganz Kings Hill. Kann man angeblich jeden überall angreifen und wenn man PvP nicht aktiviert hat, kann man eben zuschauen. Ich weiß nicht, ob ich da viel reißen werde mit meinem Level, aber auf jeden Fall zuschauen kann ich mal. Das wird, denke ich mal, auch lustig sein, wenn sich da irgendwelche 40er gegeneinander niedermetzeln. Und deshalb mache ich mir jetzt einen Charakter. Das Event sollte in ein paar Minuten starten. Das geht allerdings eine Stunde. Das heißt, dass... Wow, wie viele Quests gibst du mir hier? Das heißt, da sollte ich auch noch was zu sehen bekommen. Oder das Amulett, hau ich gleich mal hier diesen Stein rein. Oh, hat gar keinen Sockel. Das hätte ich mir nicht gedacht. So, Kings Hill, das wird mal lustig. Das heißt, ich muss da mal vorlaufen. Ah, da sind schon ein paar andere Leute. Also haben einige anscheinend Wind bekommen von diesem Event. Es wäre halt echt lustig, wenn ich irgendwie Level 9 oder so wäre. Und dann vielleicht ein paar andere Low-Level-Spieler da besiegen könnte. Aber ich mache jetzt hier keine Quests oder irgendwie. Ich laufe jetzt einfach direkt vor. Na, da ist ja eh einiges los. Entweder haben sich die jetzt alle einen Charakter gemacht. Extra wegen diesem Test-Event in Kings Hill. Es sollen angeblich auch irgendwelche Mods oder also Moderatoren oder Leute aus dem Entwicklerteam anwesend sein. Also ich denke mal, das könnte schon lustig werden. Deshalb will ich mir das jetzt mal anschauen. Ich laufe da jetzt einfach nur, wie gesagt, durch. Hey, neue Waffe. Level 3. Naja, egal. Das werde ich ja wohl doch noch schaffen. Ich laufe da jetzt, wie gesagt, nur durch. Ganz nach oben zu den Swordfield-Weiden. Dann nach Kings Hill. Und schau mir das ein bisschen an. Schau mal zu. Lass mich berieseln von dem Event. Also eine Zweihand-Waffe. Da bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Mit meinem Magier habe ich ja die nette Einhand-legendäre Duria-Route. Brauche ich das hier nicht? Wow. Da kann ich ja lang. Ah, Moment, ich habe schon einen Feuerball, weil ich Level 2 bin. Ah, so wird das ja gleich einfacher. So, aber wie gesagt, das ist jetzt eigentlich egal. Die Gegner, ich glaube, sie nur um am Weg. Ich muss mich beeilen. Ich muss schon zum Event. Die Leute warten auf mich. Ich hoffe, dass sie auf mich warten. Boah, das ist ganz ungewohnt. Gar keine Skills und gar keine Angriffe. Nichts habe ich zur Verfügung. Level 2, wann gibt es den nächsten? Eisgeschoss auf Level 3 dann. Juhu. Bin gespannt, ob ich da der einzige Level 2er sein werde. Hier muss ich jetzt noch durchlaufen. Ich hoffe, da sterbe ich nicht, weil sonst tauche ich wieder in Grimford auf, in der ersten Stadt. Das wäre nicht so schön. Oh, Level 6er. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich nicht so viel am PvP teilnehmen, sondern ich werde da eher der Zuschauer sein. Aber das finde ich auch cool, dass man zuschauen kann, wenn man das nicht aktiviert hat. Ich hoffe, nur sind wenigstens irgendwelche Leute da, die auch mitmachen. Nicht, dass nur jeder Zuschauer spielt. Wenn jeder Zuschauer spielt, dann können wir einpacken. Eine Robe, die identifiziere ich doch gleich mal. Oh yeah, grüne Robe, stylisch.
So, und schon bin ich angekommen, aber ich mache jetzt noch fix Level 3. Zumindest Level 3. Wow, Level 8. Also zum Leveln eigentlich nicht so optimal hier. Schaffe ich das noch schnell, das Level? Mal schauen, 2 Minuten gebe ich mir hier jetzt in etwa noch. Oh, oh. Ah, ich habe hier sogar noch Heiltränke und alles. Alles halb so wild. Ja, geht sich aus. Jetzt bin ich gleich Level ab. Ja, das so eine Hexe gibt genug. Ich nehme einfach so einen Trank. Aber der Zweihandstab, der ist so träge und so langsam. Das ist ja echt heftig. Nicht von schlechten Eltern. Die Hexe schießt hier gegen den Zaun. Auch eine sehr schlaue. Wow, wow, wow. Da kommt jetzt ihre ganze Armee. Den bösen Kommentar hätte ich wohl jetzt hier nicht schieben sollen. Der hat sie in Rage gebracht. Der hat sie erzürnt, mein herablassender Kommentar. Sterbe ich jetzt? Sterbe ich jetzt kurz vor Level Up? Nein. Nein, wieso hilfst du mir? Ich wollte das alleine schaffen. Ich bin schon ein großer. Schaff das schon alleine hier. So ein paar Krawallmacher können mir nichts anhaben. Komm. Ist das dein Ernst? Du bist Level 13. Was machst du hier? Das ist ein Testserver. Ein Testserver. Ganz ungewohnt ohne die ganzen Angriffe. Ich möchte jetzt meinen Wächter beschwören und keine Ahnung. Alles, was ich mit meinem Level 40er Zirkelmagier so kann und mach, möchte ich hier auch machen. Aber irgendwie finde ich da keine Angriffe. Ah. Nein, nicht killen. Nicht mich töten. Ja, Level 3. So, mehr wollte ich nicht da noch dazugeben. Falls ein anderer Level 2 ist, habe ich ja zumindest einen kleinen Vorteil. So, das Eisgeschoss haben wir hier auch noch. Und jetzt ziehe ich mir das Event mal rein, ob es denn schon online ist. Oh, hat es hier gerade gepumpert und vibriert? Wow, 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 wow. Aber wirklich, die kämpfen hier alle gegeneinander. Okay. Fetzige Sache. Ein Level 5er. Der metzelt den hier nieder. Übel. Überall. Was? Ich da... Hm? Also, so wie ich das verstanden habe, kann man nicht angegriffen werden, wenn man PvP nicht aktiviert. Was geht? Wieso bin ich jetzt wieder hier? Ich war doch in Kingsheel und da müsste ich ja eigentlich in Kingsheel wieder auftauchen. Aber egal, ich kann mich mit 2 Silber hin teleportieren. Oh, da muss ich aufpassen. Ich habe PvP doch abgestellt. Und alle greifen mich gleich an. Hilfe, zur Hilfe. Ich glaube, ich gehe irgendwo hin, wo ich zur Not zonen kann. In den Katakomben. Oh, böse. Ah, 1 Schaden, 5 Schaden und schnell flüchten. Nein, das hast du nicht gesehen. Tu mir das nicht an. Okay, schauen wir mal in den Chat, was hier so abgeht. Es hat auch geheißen, es soll irgendwas mit dem Chat zu tun haben, was hier getestet wird. Oh, da hat mich gerade irgendwas Fettes erwischt. Da mache ich jetzt den Seelenwächter. Oh, 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 oh. Was zum Henker? Was geht denn hier ab? Und gleich wieder tot. Ich tauche auf und bin tot. Wie kann... Boah, da geht's ab. Okay. Einmal probier ich's noch. Jetzt sind wenig Leute. Ja, ich konnte flüchten. Oh, das geht ab. Ich hätte gern mein Level 40er hier. Level 40er, wo bist du? Boah, noch selten so viele Spieler auf einem Haufen gesehen. Das ist ein lustiges Event. Auch wenn ich da nicht wirklich viel beisteuern kann. Setz mich hier mal am Thron rauf. Oh, der Harold steht... Oh, 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 hier ist einer, hier ist einer. Level 8. Oh, 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 oh. Oh, du Fiesling. Triffst mich doch tatsächlich. Ah, Moment. Moment, Moment. Gib mir Zeit, die Waffe zu identifizieren. Ja. Rüst sie aus. Ja, ja, ja. Einhandwaffe. Viel besser als Zweihand. Viel besser. No, oh, 1800. Spielverderber. Wirklich. Und nochmal hier beleben. Das war ja mal echt ein Spielverderber. So, war da noch irgendwer? Da liegt seine Leiche.
Okay. Da, ah, da steht jemand. Oh, AFK Level 25. Oh, kann ich ihn besiegen? Nein! Nein! Er war doch nicht so AFK, wie ich dachte. Er war am Leben. Level 7 jetzt. Bam! Level 7, komm. Hey, 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 gib mir eine Chance. Ich will hier auch was. Ich will hier und so. Will hier, bitte. Nein, nein. Oh, was haben wir hier? Junior, Level 10. Dem fehlen schon Lebenspunkte. Den gebe ich jetzt. Den gebe ich Saures. Der heilt sich ja mehr, als ich Schaden mache. Schade, kann man da die Charaktere nicht irgendwie rüber transferieren oder was weiß ich. Oh, 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 oh. Er hat mich nicht getroffen. Er hat mich nicht getroffen. Er hat mich getroffen. Level 12. Aber gleich nochmal wiederbeleben. Das probieren wir gleich nochmal. Wow, der ist schnell. Huhuhu. Aber ich bin eher der Zuschauer. Ich schaue da mal nur zu. Was die... Ein Level 5er. Glaubt hier ist der King oder wie? Oh, das war aber jetzt nicht ich. Das war gestorben, aber das war nicht ich. An jeder Ecke geht's hier ab. Oh, wie gern ich ein Level 40er hätte. 6200. Oh, bald kann ich mich nicht mehr wiederbeleben hier. Da belebt sich gleich noch einmal. Level 22. Gibt es hier denn keinen Level 3er, gegen den ich antreten kann? Aber auf jeden Fall hält das Spiel das aus. Level 4. Oh. Lasst mir doch mal einen übrig. Ah, wie schlecht. Hm. Aber eigentlich hat es wirklich geheißen, man kann hier auch zuschauen. Aber ich finde es echt krass. Also so auf den normalen Servern sehe ich nicht so viele Leute auf einmal. Aber dass das Spiel das aushält, das sind ja locker jetzt, ohne übertreiben, 150 Leute in der Zone hier in etwa. Und es läuft stabil, sogar beim Aufnehmen. Alle Leute sind sie hier. Please don't kill me, I am a noob, schreibt hier jemand im Chat. Oh, Admins sind auch hier. Yes, you can attack everybody. Das ist die orange Schrift hier. Wir haben diese Map für PvP gemacht, schreibt er noch. Welchen Level hat er? Dass der mich hier so angreift. Level 15. Siehst du denn nicht? Ich bin ein Spielertrend, lol. So heiße ich. Weil Spielertrend natürlich schon wieder vergeben war. Er läuft mir nach. Aber er hat auch jemanden hinten an der Backe. Ja, selbst hier ist viel los. Ich traue mich ja da gar nicht vorschauen. Hier beim Respawn, da war es ja heftig. Oh, wow, wow. Aber manchmal schaffe ich es doch durchzulaufen, ohne dass jemand Wind von mir bekommt, dass ich nur so niedrig bin im Level. Habe ich jetzt irgendein PvP-Gil? Da steht ein Level 12er. Ist der AFK? Bist du AFK? Nein, du bist nicht AFK, du tust nur so. Ist das eine Falle? Ich glaube, die tun alle so, als wären sie AFK und dann... Ja, der fällt auf meine Falle hinein. Ha, den schnapp ich mir. Ich glaube, so in etwa ist das. Oh. Nein, 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 der hat einen Adler auf mich geschickt. Der hat seinen Adler auf mich geschickt. Puh. Zum Glück ist der Adler zu langsam. Ja, das ist auf jeden Fall... Hey, was machen die? Ah, die sind alle in einer Gruppe. Das ist auf jeden Fall das Event. Events wie diese wird es wahrscheinlich noch öfter geben hier am Testserver. Deswegen, vielleicht level ich den auch einfach so hoch. Um, ja, einfach, um dann zum Beispiel als Level 40er hier mitmachen zu können. Da kann man das Ganze dann auch... Ah, der hier. Der hier. Der hier, dieser Orange da. Das ist ein Admin. Lucius. Oder Lucius. Oh, heftig. Auf den Admin, alle auf den Admin, alle auf den Admin. Oh, ein Schaden, alle auf den Admin. Alle auf ihn. Okay, ich konnte nicht wirklich viel anrichten. Aber ich finde es echt lustig, dass hier auch so Admins oder Moderatoren oder irgendwie, was auch immer das sind, Event Manager, Community Manager mitmachen. Ist eine lustige Aktion. Ich freue mich schon, wenn sowas mal wiederkommt. Wie gesagt, und ich will auch probieren, vielleicht kann ich den hochleveln, wenn es nicht zu lang dauert. Weil hier mit dem Level kann ich ja da echt gar nichts machen. Da ist der zweite, wieder zwei Orange. Die gehen natürlich alle auf die los. Aber wieso habe ich hier, wenn ich spawn, keinen Respawn-Schutz? Das haben sie irgendwie geändert. Weil die haben ja alle auch diese blaue Blase. Wieso habe ich die nicht? Nein! Ah, da ist schon wieder jemand. Kann ich darauf schießen? Oh, ho, 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 schau mich an. Ha, ha, ha. Oh,
Oh, fail. Schade, es wäre so lustig, wenn ich hier einen Charakter hätte. Oh. Aber es wird auf jeden Fall noch mehr Gameplay hier vom Testserver geben. Ich werde jetzt hier noch feuchtfröhlich herumspazieren. Vielleicht schaffe ich es ja noch, jemanden umzulegen. Das wäre ja wirklich noch ein Highlight. Da haben wir schon wieder den Orangen. Auf den gehen wir los, oder? Den trick ich aus. Verlangsamt, verlangsamt. Uhuhu. Irgendwo, komm. Irgendwo ein Level 2er noch. Da muss ja wohl einer sein. Da, er ist grün. Level 1er. Oh, oh, oh. Ja. Ja. Ich habe einen besiegt. Der Erfolg des Tages. Und mit diesem Erfolg werde ich mich jetzt von diesem Event verabschieden. Ich muss mich hier zu oft wiederbeleben. Und dann beim nächsten Mal wieder auf den Testserver schauen, wenn wieder irgendeine tolle Aktion ansteht.